Die Festung von Svarngard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen. Aha. Okay, und der rechte Weg ist natürlich immer deiner, weil du bist die coolste von allen und so. Wölfe unter Schafen. Die Wächterin leitet die Belagerung der Wikingerfestung bei Svarngard. Ja! Bin die Wächterin wieder. Gott sei Dank. Deine maximale Gesundheit wird um 25% der... Aber das hier finde ich besser. Weniger Schaden allein finde ich auch immer noch besser. Wobei, eigentlich finde ich bei ihr besser, wenn sie denn noch mehr reinhaut, oder? Aha, 15% gegen 5%. Nein, dann kommst du hierher. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich hatte Fragen. Herren, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Hm? Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt. Sollten wir sie nicht loslassen? Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Katapulte! Haltet die Ramme in Bewegung! Zweifel bedeuten das Todesurteil. Doch Zweifel sind Teil der Aufrichtigkeit. Gerade habe ich die flinke Friedenshüterin gespielt und jetzt wieder sie, das ist echt eine Umstellung. Ich fühle mich zwar mit ihr immer noch ein bisschen sicherer, aber ich denke, die Friedenshüterin habe ich auch. Es gab nichts, was ich tun konnte, außer die Ramme zu schützen. Ganz gut. Und zu hoffen. Gemeistert. Okay, hoch kann ich leider nicht. Schütze die Ramme. Ja, beschütze die Ramme, nicht die Leute, die das schieben. Nein. Warum sollte ich die Leute beschützen? Dieser Drehangriff. Alter, das ist so ein Kack. Und ich fall auch jedes Mal drauf rein. Wie soll ich denn hier was finden, beziehungsweise ich habe ja keine Zeit, mich in Ruhe umzugucken, oder? Da. Der antike Name für diese Bauten lautet Trilithen. Ich hatte einst eine Wikingerin gefragt, wofür sie gut sind. Sie wusste es nicht. Sie sagte, sie wären schon immer da gewesen. Die Mannschaft braucht mich. Ja. Ja, bin da. Barleate, der Ovenö! Nein! Ich muss weg! Wow, die opfern ihren eigenen Mann. Wie krank.
Sind hier drüben noch irgendwelche Bogenschützen? Ich habe keine Zeit, mich umzugucken. Ich mag die Mission jetzt schon nicht. Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Benutze bei aufgeschaltetem Gegner einen schweren Angriff als letzten Schlag, um eine Exekution einzuleiten. Ja, das weiß ich. Dankeschön. Früher haben die Wikinger öfter gegeneinander gekämpft als gegen uns. Es liegt in ihrer Natur, sich zu zerfleischen. Diese Natur wurde ihnen genommen. Wow. Wow, ja, ist gut. Oh Gott. Gott, die Speerträgerin ist echt ein bisschen zu gemein. Shit. Oh, ey. Okay, das hier hätte ich, glaube ich. Schütze die Ramme. Ja, ich weiß doch, aber ich muss doch auch die anderen Sachen hier kriegen. Wow. Das finde ich aber cool, dass nach jeder Mission die Tötungsdinger geändert werden. Dass man mal alle Kills sehen kann, die man so haben kann. Der war jetzt auch cool. So, wir gehen jetzt erstmal weg, weil die gehen halt richtig auf die Nerven. So, da bin ich gewesen. Ja, ja, weiter, ich will Liste haben. Warte, nein, ich beschütze mich hier, aber ich will das hier hören. Wir wussten, dass es nur einen Tag dauern würde, bis Wikinger-Schiffe in Svermgard ankommen und uns vernichten würden. Aber ich hatte vor, bis dahin fest verschwunden zu sein. Oh. Okay, stirbt einfach. Warte. Hier, ich konnte hier gerade vorne noch was machen. Ich konnte mir gerade was angucken. Hier war gerade ein Auge. Wir treiben sie zurück. Mist. Hier war gerade ein Auge. Bogenschützen geben mir ja sowas auf den... Nein! Das gibt's doch nicht! Das gibt's nicht! Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Ja, ja, Weg zurück, da, da. Okay, das habe ich aktiviert. Habe ich das aktiviert? Ja, da hat er gespeichert. Okay, gut. Dann nehmen wir das hier und das hier. Okay, da drüben, und das hat er noch nicht gespeichert, glaube ich. Jetzt hier drüben auch schon gespeichert? Ja, hat er auch schon gespeichert. Und hier gibt's da, gab's noch was. Svermgard. Die Wikinger achten so sorgfältig darauf, ihre Nahrungsvorräte gerecht zu verteilen. Svermgard ist ihr wichtigster Umschlagspunkt. Und im Winter werden die meisten davon dort gelagert. Durch.
ist doch schon die Ramme. Okay, den haben wir. Wow, der nächste. Die ist irgendwie voll krass, ich weiß nicht warum. Warte, ich hol mir mal das da oben. Es war zwar nur eine Rauchgranate. Und ihr. Ihr. Auf Wiedersehen. Kein Bock auf euch. Ich muss jetzt erstmal alle weg, die Minions, und dann kann ich gegen die anderen kämpfen. So. Okay, die müssen halt weg. Da! Weg, 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 weg! Okay, da ist noch einer. Der muss weg. Okay, wo ist einer? Gut, so, ist einer. Nee, die sind alle da drüben. Okay. Die müssen noch weg. Du musst weg. Du musst weg. Und der muss weg. Wir kommen! Sie töten die Mannschaft! So. Ja, da kann ich euch aber jetzt nicht helfen. Ihr müsst schieben. Schiebt! Schneller! Los, Mann, schiebt schneller! Ja, haben sie es eigentlich? Dann kann ich mich hier hoch. Wir mussten die Ramme verteidigen, bis wir durchgebrochen waren. Oh. Okay, ich muss nach oben. Oh, sieht ja geil aus. Schade, ein Duell. Ich will kein Duell. Gudmundur heißt der, okay. Ich guck mich erstmal hier um. Okay. Der hat voll die geilen Haare. Der legendäre Jarl der Festung. Gut. Ich guck dir mal den an, der ist voll geil. Der sieht voll cool aus. Mist! Nein!
Nein! Dafür kann ich nichts. Auf die Beine. Externer Block in Richtung des Angriffs. Wir waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Wo ist der? Aber waren wir nicht genau deshalb hier? Das war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich? Weiß ich nicht. Was ist mit denen? Warum greifen die nicht an? Warum greifen die nicht an? Das sind Wohnungen. Es ist kein... Es ist ein ganz normales Tor. Guck mal da. Wir hätten dieses Tor mit einer viel kleineren Ramme aufbrechen können. Doch das hätte länger gedauert. Und den Wikingern Zeit verschafft, sich Verstärkung zu holen. Ich bin Apollyon. Ich bin hier, um sie zu belehren. Zu lange haben die Ängstlichen unter den Wikingern ihre Lügen vom Frieden verbreitet. Nun endet diese Ära. Okay. Die kämpfen gar nicht richtig. Ich bin hier nur da, um die abzumetzeln. Guck mal, die rennen alle in mein Schwert halt fast rein. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Ich habe nur zwei Stück bis jetzt gefunden. Die Schwertschussi gibt mir echt auf den Keks. Die ist voll stark. Ich hab vor der ein bisschen Schiss. Da oben sind noch welche. Ich will die... Dann können sie mir nämlich nicht in den Rücken schießen. Das geht viel zu einfach. Was ist denn hier los eigentlich? Die Festung von Svarngard war die Heimat einiger der reichsten Wikinger-Clans. Der Handel bringt immer solche Menschen hervor. Nun müssen sie um ihre Nahrung kämpfen. Wir müssen noch Sachen hier finden zum Zertrümmern. Da. Ich wusste es. Hier gibt es keine Garnison. Ja. Aber das war eigentlich klar, oder? Der legendäre Jarl Gudmundur. In einer anderen Zeit wäre er König gewesen. Und von seinem Volk geliebt worden. Der wildeste aller Krieger. Wer sich ihm entgegenstellte, wäre zu einer weiteren Kerbe an seinem Gürtel geworden.
oder zu einer Legende. Nein. Wo zum Fick hat er diese Wölfe? Bitte haut ab, ich möchte euch nicht töten. Bitte greift mich nicht an. Bitte hört auf. Oh Gott. Hört doch auf. Ich will nicht. Ich muss die aber besiegen, weil sonst bringen die mich um. Oh Mann. Hört auf, Mann, hört auf. Ich bin nur Wölfen, tut mir so leid und ich will den nicht besiegen. Sind so loyal, der kann nicht böse sein. Niemand macht heute das. Heute weiß ich, was mich an jenem Tag beunruhigte. Die haben den beschützt mit ihrem Leben. Die haben gewusst, dass sie keine Chance haben. Sowas macht man nicht, wenn man den Typen hasst. Wenn das ein Tyrann ist, macht man sowas nicht. Da ist man froh, wenn er getötet wird. Verpflichtet. Du bist nur dir selbst verpflichtet. Hör doch auf. Wenn du merkst, dass es falsch ist, dann mach's doch nicht weiter. Schau, was deine bricht. Pack it to the cat. Wir wollten Überlebende hinterlassen, die den anderen berichten konnten, was in Zwerngard geschehen war. Und sobald sie davon erfuhren, würden sie kommen, um zu sehen, was übrig war. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das müsste das letzte sein, was wir hier aufsammeln können. Genau, und jetzt muss ich noch eins finden. Eins, was wir angucken können. Dann haben wir mal alles gefunden. Komm schon. Nein! Ja.
Der will doch gar nicht. Der will doch gar nicht kämpfen. Ist doch Schwachsinn. Sein ganzes Volk wurde niedergemetzelt. Seine Heimat wurde niedergebrannt. Das ist ja sowas von Schwachsinn. Hilfe! Hilfe! Was zum Fu? Hat er bitte gemacht? Er hat mir gerade das Rückgrat gebrochen. Alter, der ist voll drauf jetzt, der Typ. Wow, wir sind noch weggekommen. Nein! Der kann Rache-Modus aktivieren. Ja, schön. Nein! Nein! Das wäre mein Ende gewesen. Das wäre gerade mein Ende gewesen. Ihr habt gut gekämpft. Soll Hel euch holen? Ja. Mercy. Warum sind wir hier? Ich glaube, ihr wisst es. Hunger. Hier lagern sie ihr Saatgut. Es wird keine nächste Ernte geben. Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Und ihr auch. Ihr alle. Diese Nahrung, warum verbrennen wir sie nicht auch? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Gehen wir nach Hause.
Glückwunsch, du hast die Ritterstory im Schwierigkeitsmodus normal abgeschlossen. Missionsbelohnungen. Eins haben wir nicht gekriegt. Ach Mann, das nervt. Ist immer das gleiche, aber halt für jeden Charakter. Okay, es hört gar nicht mehr auf. Level 10. Das eine wollte ich mir gerne... Da, das da. Wächterin, Helmschmuck, Wolfsschädel. Okay. Ziemlich traurig. Und gegen den Wikinger wollte ich gar nicht kämpfen. Es dauerte nicht lange, bis meine Lektion sich durch ganz Falkenheim verbreitet hatte. Aber im folgenden Winter machte sich ein einzelner Plünderer an seinen Aufstieg im Kriegsblut-Clan. Dieser Plünderer setzte sich zum Ziel, sein Volk wieder zu vereinen. Und somit beginnt Kapitel Nummer 2.